Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid England. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Ja, große, große Aufregung heute Montag in der Dampferwelt. Ihr habt es natürlich mitbekommen, es ist plötzlich durch alle Medien gegangen. Verkauf von E-Liquids verboten, Verkauf von E-Liquids strafbar und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich jetzt einiges recherchiert. Ich bin nicht Jurist, aber ich kenne mich mit der Gesetzeslage einigermaßen aus zum Thema E-Dampfen und ich möchte euch heute nur ganz kurz wirklich meine Einschätzung dazu abgeben. Natürlich ohne Gewähr, eben, ich bin nicht Jurist, ich kann es im Moment auch noch nicht so ganz genau einschätzen, aber wir werden zu diesem Thema natürlich noch sehr vieles lesen können in den nächsten Wochen. Aber was mir eigentlich am wichtigsten ist, ich kann euch erstmal beruhigen. Also diese Sache wird viel, viel heißer gekocht, als sie schlussendlich gegessen wird. Es ist wieder einmal eine ziemliche Panikmache von den Medien und es ist nicht so, wie sie sagen. Also, und es ist überhaupt nicht so, dass irgendwie das E-Dampfen verboten wird oder ihr müsst keine Angst haben. Also ihr werdet nicht plötzlich auf der Königsallee verhaftet, weil ihr Dampfer seid oder eure Liquids beschlagnahmt oder am Zoll verhaftet oder was weiß ich was. Alles Blödsinn. Auf uns Konsumenten hat dieses Gerichtsurteil überhaupt keinen Einfluss. Das sagt das Gerichtsurteil auch ganz explizit in den Erklärungen dazu, dass es betrifft, wenn überhaupt, nur die Händler, aber nicht uns Konsumenten. Also wir können auch Liquids einkaufen, wenn es in Deutschland nicht mehr möglich wäre, darauf komme ich gleich, dann könnte man das in Frankreich, in England tun oder wo auch immer. Wir dürfen dampfen, kein Problem. Es betrifft auch keine Hardware. Also die Geräte sind überhaupt nicht betroffen. Es betrifft einzig nur Liquids. Und eben, eigentlich betrifft es die auch nicht so richtig. Schauen wir uns die Sache an. Worum geht es überhaupt? Dieses Urteil oder diese Verhandlung, die war eine Revision. Und zwar ging es um einen Fall, der schon älter ist. Die ganze Geschichte ging schon im Jahre 2012 los. Da wurde ein Händler verklagt, dass er quasi illegal da Liquids verkaufe. Und da hat dann das Landgericht Frankfurt im Juni 2013 hat diesen Händler verurteilt. Tatsächlich, er hätte das nicht tun dürfen. Und dieser Händler hat das weitergezogen, jetzt eben an den Bundesgerichtshof. Und das, dieses Urteil, das war schon am 25. Dezember 2015, das ist eigentlich das Urteil zur Revision dieses Falls aus Frankfurt am Main. Und eben der Bundesgerichtshof hat diese Revision verworfen. Also hat gesagt, doch, der Händler ist schuldig. Weil der Händler hat unerlaubterweise Tabakprodukte verkauft, die nicht dem Gesetz entsprechen. Eine interessante Auslegung. Aber ich komme natürlich darauf. Aber was ich festhalten möchte, eben, es geht hier in diesem Urteil wirklich nur um die Beurteilung eines alten Falles. Und man konnte jetzt überall lesen, das ist ein Leitsatzurteil. Das ist es wahrscheinlich schon. Aber was in der Zwischenzeit passiert ist, ist die TPD2, also die Tabakprodukte-Richtlinie der Europäischen Union. Und die tritt ja am 20. Mai, muss die in Kraft treten in Deutschland, in allen europäischen Ländern. Und die erlaubt eben spezifisch nikotinhaltige Liquids. Die sagt, das ist zwar eine Tabakprodukte-Richtlinie, aber Liquids sind darin als Nicht-Tabakprodukte gelistet. Und damit sind sie auch frei verkäuflich. Frei verkäuflich. Die TPD2, ihr wisst das, die kann uns ganz, ganz übel vors Schienbein treten. Aber das ist ein anderes Thema. So, nun, diese TPD, die ist eben auch schon seit April 2014 in Kraft. Die ist jetzt in Deutschland noch nicht umgesetzt, aber sie ist in Kraft gesetzt. Und die deutschen Gerichte müssen grundsätzlich jetzt schon darauf Rücksicht nehmen. Also sie müssen sich bei der EU erkundigen, hey, wir haben da einen Fall mit nikotinhaltigen Liquids, was geht da? Und da würde die EU natürlich sagen, ja, Moment, nee, das müsst ihr jetzt nicht so entscheiden, weil da kommt ja unsere Regulierung. Aber in diesem Fall ging das natürlich, weil
das auf eine ganz alte Geschichte zurückging, auf eine Geschichte, bevor die TPD2 in Europa in Kraft war. Also, das nur mal, um dieses Urteil so ein bisschen zu werten. Nun, warum hat das Gericht überhaupt empfunden, dass Liquids ein Tabakprodukt sind? Das ist interessant. Ich verlinke euch die 30-seitige Urteilsbegründung unten. Wenn es euch interessiert, lest die mal nach. Also grundsätzlich wird gesagt, dass man immer davon ausgegangen sei, dass das E-Dampfen quasi ein Arzneimittel sei. So, und das haben dann aber Gerichte gekippt. Und dann wusste man nicht mehr so genau und hat gesagt, ja okay, wenn es keine Arzneimittel sind, dann ist es jetzt halt doch ein Tabakprodukt. Irgendwie absurd, oder? Es ist ein Schildbürgerstreich. So langsam kann ich die ganze Geschichte nicht mehr ganz ernst nehmen, ehrlich. Also ich bewege mich immer so zwischen Lachen und Weinen in der Sache. Aber auch das ist ein anderes Thema. Nun, auf jeden Fall haben die gesagt, ja, okay, Liquids, das sind Tabakprodukte, weil das Nikotin aus der Tabakpflanze gewonnen wird. Das ist natürlich absurd. Das ist eine völlig absurde Begründung. Ich meine, nehmen wir Apfelkorn. Apfelkorn ist noch längst kein Obst, nur weil er aus Äpfeln gebrannt wird. Also, ich meine, was soll das? Und es gibt auch synthetisches Nikotin. Das könnte man dann wieder verwenden, dann wäre es kein Tabakprodukt, oder? Also, das ist wirklich absurd. So, nun gibt es eben, die sagen, okay, Liquids sind Tabakprodukte und jetzt gelten exakt die gleichen Regeln wie für andere Tabakprodukte. Zum Beispiel, dass man da kein Ethanol beimengen darf. Okay, können Sie sagen, in vielen Liquids ist Ethanol enthalten. Meistens nicht mal in den Liquids selber, sondern in der Aromenlösung, also quasi als Trägerstoff der Aromen ist Ethanol oder ein Teil Ethanol enthalten. Gut, wäre nicht so schlimm, könnte man austauschen. So, aber der nächste Punkt ist sehr absurd, weil für Tabakprodukte gilt, auf die Rohmasse des Tabaks natürlich, dürfen maximal 5% Propylenglykol und Glycerin verwendet werden als Feuchthaltemittel. Okay, das mag sinnvoll sein für Tabakprodukte, kann schon sein. Aber für Liquids ist das ein Witz, weil wir haben ja keine Rohmasse. Unsere Liquids bestehen aus PEG, VG, Aromen. Punkt. Wo ist die Rohmasse? Die gibt es nicht. Wo sollen wir eine Rohmasse hier nehmen? Haferflocken vielleicht? Keine Ahnung. Also es ist völlig absurd. Und das zeigt auch, dass man diese das ist natürlich das alte Tabakgesetz, das noch überhaupt nichts von der E-Zigarette wusste, dass man das einfach nicht auf unser Produkt E-Dampfen anwenden kann. Das ist ein Witz. Übrigens, diesen Punkt, diesen Artikel, den Sie da immer wieder zitieren, der sollte eigentlich Snus regeln. Also es geht da irgendwie um Tabak zur oralen Aufnahme, der aber nicht geraucht und nicht gekaut wird. Und da sollen die Liquids auch reinfahren. Das ist wirklich absurd. Ich bin ein bisschen verstört über dieses Urteil, muss ich euch wirklich sagen. Weil ich möchte euch zwei oder drei Punkte aus der Urteilsbegründung vorlesen, eben nur so herausgepickt. Lest sie euch selber durch, sie ist interessant, diese Urteilsbegründung. Wenn euch solche Texte nicht langweilen oder euch interessieren, dann ist sie wirklich interessant. In Punkt 70 zum Beispiel wird so das Grundsätzliche dieses Urteils wird hier angegeben. Und da heißt es, der Gesetzgeber verfolgt mit dem Verbot den Gesundheitsschutz für Verbraucher. Das ist eine legitime Zielsetzung. Also der Gesetzgeber verfolgt mit dem Verbot von Liquids den Gesundheitsschutz für Verbraucher. Wie absurd, wie völlig absurd ist so etwas. Also sie verbieten Liquids, das heißt der Verbraucher muss zurück zur Tabakzigarette, muss sich wieder all diese Giftstoffe reinpfeifen und sie sagen, das ist eine legitime Zielsetzung. Weird, richtig weird, also ein bisschen, naja. So, dann Punkt 71 ist ganz interessant, müsst ihr euch unbedingt durchlesen. Das ist DKFZ-Sprech, das ist Pötschke-Langer-Sprech, 1:1 abgeschrieben. Der ganze Punkt 71. Zum Beispiel, nur ein Satz,
Zusätzlich werden Aromastoffe beigemischt, zum Teil auch andere pharmakologische Wirkstoffe. Kennt ihr das? Ja, haben wir alles schon gehört. Ja, klar. Zum Teil auch andere pharmakologische Wirkstoffe. Ich kann auch in Beutelsuppen andere Wirkstoffe beimischen. Ich könnte das sogar beim Tabak tun. Aber nein, das sind ja die ehrenwerten Firmen, die würden sowas nie machen. Ist schon klar. So, dann Punkt 77 ist auch sehr interessant, weil da gehen sie noch ein bisschen näher darauf ein. Punkt 77, da heißt es unter anderem natürlich, anders als bei Zigaretten, deren Hauptbestandteil Tabak ist, bleibt bei elektronischen Zigaretten mangels einer bisherigen Regelung des Gebots von Hinweisen zum Schutz der Verbraucher unklar, welche Inhaltsstoffe sie ihrem Körper zuführen und wie diese wirken. Unglaublich! Dieses Urteil wurde am 23. Dezember 2015 gefällt. Und dieser Bundesgerichtshof will uns erzählen, dass er nicht weiß, was in Liquids ist. Das ist schon unglaublich. Sie wissen nicht, was drin ist. Und deshalb sagen sie, anders als bei Zigaretten, deren Hauptbestandteil Tabak ist. Ja, bei Zigaretten, da wissen wir, was drin ist. Der gute Tabak. Alles gut, Tabak ist schön. Bei E-Zigaretten wissen wir es nicht. Das ist schon sehr erstaunlich. Und ich bin wirklich verstört über dieses Urteil. Hätte ich mir so nicht träumen lassen. Meiner bescheidenen Meinung nach ist dieses Urteil ein krasses Fehlurteil. Und ich habe mir jetzt auch sagen lassen, ich habe mir da einigen Leuten geschrieben, dass das jetzt auch nicht so, das ist nur ein Senat, glaube ich, nennen sie das. Ob die anderen damit einverstanden sind, weiß man auch nicht. Aber es spielt keine Rolle. Aber dieses Urteil ist ein krasses Fehlurteil, meiner Meinung nach. Das ist nicht hieb- und stichhaltig, auf gar keinen Fall. Und eben, ich glaube nicht, dass dieses Urteil jetzt irgendeinen Einfluss auf die aktuelle Marktsituation haben wird. Das glaube ich nicht. Eben, es ist nur eine Beurteilung eines alten Falles. Also es wurde einfach eine Revision eines alten Falles wurde abgelehnt mit diesen sehr seltsamen Begründungen. Aber ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf den jetzigen Markt hat. Weil eben, ich meine, die TPD2 kommt, die kommt im Mai. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt Prozesse gegen alle Händler anstrengen. Was ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, wäre, dass einige Kandidaten vielleicht ihre Mitkonkurrenten anschwärzen würden und der Staat das dann quasi verfolgen müsste. Das könnte ich mir grundsätzlich noch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass sich der Markt für Liquids, so wie er jetzt ist, entscheidend verändert bis im Mai. Es sind nur 90 Tage. Also es geht 1-2 und dann ist die ganze Sache sowieso obsolet. Also, naja. Dennoch eine sehr seltsame Geschichte, die uns zeigt, wie in dieser Sache gefuhrwerkt wird. Eben, es ist ein Schildbürgerstreich einer nach dem anderen. Also sie kommen an allen Fronten daher mit immer noch mehr Blödsinn und immer noch wirrerem Zeug. Und eben, wir müssen uns immer vor Augen halten. Es ist ein Produkt, das um 95% weniger schädlich ist als die Tabakzigarette. Und die Tabakzigarette könnt ihr in jedem blöden Kiosk kaufen. Da sagt keiner was. Aber uns wollen sie hier wirklich... Also, ich muss nichts dazu sagen, oder? Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Schildbürgerstreich und es ist ein Riesenskandal. Und eben, ich freue mich auf den Tag, an dem dieser Skandal endlich groß, ganz groß publik gemacht wird. Da werden sich einige Leute ins Knie beißen. Haben sie sich verdient. Wie gesagt, alle meine Aussagen in diesem Video ohne Gewähr. Aber es sind so die Einschätzungen, ich habe sehr viel gelesen jetzt darüber, es sind so die Einschätzungen, die mir am plausibelsten erscheinen. Wenn es denn anders kommt, ist es auch schlecht. In diesem Sinne,
Macht euch keine Sorgen, wir dampfen weiter. Egal, was sie uns für absurde Steine in den Weg schmeißen, wir dampfen weiter. Das Dampfen ist einfach eine zu gute Erfindung, als dass sie es uns einfach so wieder wegnehmen oder wegregulieren könnten. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.